Hallo und herzlich willkommen bei den Kinderspielstars. Ja, ihr seht die Kinderspielstars. Ich heiße Marc, neben mir sitzt meine Tochter Jemmy. Und wir schauen uns heute die neue Kinder-App von Fox & Sheep an. Und zwar Kleines Kätzchen unterwegs. Und wir starten mit dem Intro, dann erklärt sich, worum es hier geht. Also ein wunderschönes Haus, wo die kleine Katze wohnt. Vielleicht kennt ihr ja schon die kleine Katze. Das kleine Kätzchen gibt es ja schon etwas länger im App Store. Und jetzt eben die neue App. Ja. Aha, die hat eine Karte bekommen. Und die liest. Die ist eingeladen worden zu einer Kostümparty. Und wir müssten der Katze helfen, zu dieser Kostümparty zu kommen. Ja, verschiedene Wege und so. Ja, dafür müssen wir uns erstmal einkleiden. Wir müssen uns erstmal ein schönes Kostüm aussuchen. Das machen wir jetzt als allererstes. Und da haben wir schon einige Kostüme freigespielt. Wir machen mal den Schrank auf. Ja, Polizei. Schaut mal, wie cool. Hier zum Beispiel ein Polizist. Ein Drache. Moment, die Mütze tun wir auch mal drauf. Hier noch die Sonnenbrille. Handschellen, glaube ich, kommen in die andere Pfote. Ja. Ja, lustig, genau. Ne? Man kann das auch kombinieren. Was haben wir noch? Jetzt ziehe ich das aber erstmal aus. Drache, so. Wie man unschwer erkennen kann. Was haben wir noch? Ein Löwenkostüm. Erstmal den Drachen ausziehen. Wie lustig. Das finde ich irgendwie am lustigsten. Und wir haben auch noch so Einzeldinger, zum Beispiel hier Einzelgegenstände. Ja, Pollen und Sonnenbrillen. Ja, auch nicht schlecht. Oder ein Elefant, eine Pippi Langstrumpf. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt versuchen, zu der Party zu gehen. Dann drücke ich einfach mal auf das Türchen. Auf dem Schränkchen. Ach so, sie nimmt immer ihr Rucksack mit. Da hat sie Utensilien dabei, die ihr helfen, zur Party zu gelangen. Beziehungsweise ja, ein paar jetzt Sachen. Haben wir noch nichts eingesteckt, deswegen kommen wir auch nicht zur Party. Warum das so ist, seht ihr jetzt. Sie ist auf dem Weg zur Party aufgehalten worden. Sie hat sich erschrocken im Wald. Und ja, das ist. Man kann jetzt hier ein Foto machen, das machen wir jetzt mal nicht. Man muss nur die Kamera einpacken, aber erst den Rucksack andrücken. Die Kamera haben wir hier vorne. Nee, hier rechts steht die. Ja. So, die tue ich jetzt mal hier rein. Und dann probieren wir den Weg nochmal lang zu gehen und gucken, was passiert. Mal schauen. So. Dann hat die natürlich auch noch gleich Hunger und wir haben vergessen, sie zu streicheln. Oh nein. Das Schönste haben wir gar nicht gezeigt, wie die darauf reagiert, wenn man sie streichelt. Mal schauen, hat sie jetzt immer noch Angst? Sie zeigt unser Foto und die lachen und man sieht, es sind gar keine gefährlichen Tiere. Das sind nur Waldtiere. Genau, Vögelchen, Häschen. Jetzt kommt sie zu, was ist das hier, ein Strand oder eine? Ja. Ja, ein Spielplatz oder ein Strand. Und was ist da passiert? Sie hat ihre Pfoten verbrannt. Und da sind die Pralinen hier rausgefallen. Die müssen wir jetzt mal hier kurz einsortieren. Hey, da bekomme ich ja Appetit. Hier Gummibärchen, Plätzchen. Was haben wir hier noch? Was ist hier? Karamell oder eine Eistüte haben wir sogar auch noch. Kuchen kommt hier oben hin. Noch ein Stern. Moment. So, der Stern war, glaube ich, hier unten richtig. Einer fehlt noch. Noch der. Dafür kriegen wir jetzt Leckerchen. Natürlich. Leckerli. Und die Leckerli können wir auch gleich essen, glaube ich. Ja. Jetzt packen wir unseren Rucksack besser. Und wir nehmen noch mit. Ja, was ist das denn da unten? Hm. Ist das so ein Keks gewesen oder was? Nein, Schuhe. Dazu muss man sagen, wir spielen das hier auf ein iPhone-Display. Also ein ganz kleines Display. Und da habe ich das jetzt nicht genau erkannt. Ja, ich auch. Aber Schuhe, meinst du? Ja, Schuhe. Weil die sich eben die Pfötchen verbrannt hat, ja? Deswegen muss sie das anziehen. Also wir gucken mal. Zack, 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 viermal, wie süß. Oh. Jetzt kann die, trotzdem kriegt sie die Schaufel auf den Kopf. Aber sie schafft's und sie kann den Weg fortsetzen. Ein Leckerli ein goldenes. Und wir sind angekommen an der Party, verkleidet als Pippi Langstrumpf mit Brille. Und dann tanzen wir hier ein bisschen mit unseren Freunden rum. Tanzen. Und wenn wir das Spiel jetzt nochmal angehen und spielen, dann passieren höchstwahrscheinlich andere Sachen. Auf dem Weg zur Party, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Außerdem habe ich euch noch nicht gezeigt, wie man die Katze streichelt und füttert. Also füttern könnten wir ja mal anfangen. Ich hoffe, jetzt haben wir die Leckerchen hier drin. Ja, am Futternapf. So, genau. Guck mal her. Oh. Hast du dir verdient. Braves Kätzchen. Noch ein. Wie viel möchtest du denn? Ich glaube alle. Ja, bitteschön. Noch fünf eins. Stück. Soll dein Mittagessen sein. So. Haben wir jetzt eventuell auch was freigespielt an Kostümen schon? Weiß ich nicht. Erstmal streicheln, mal so. Da schnurrt die. Springen kannst du auch, ne? Zeig mal.
Und wenn du müde bist, dann schläfst du. Oh. Wie süß. Aber jetzt wird erstmal wieder neu eingekleidet. Wir wollen nochmal zu der Party gehen. Jetzt nehmen wir ein anderes lustiges Kostüm. Nehmen wir was. Ja, seht ihr, hier unten sind noch ein paar Sachen zum Freispielen. Die haben wir noch gar nicht. Ja, was schade. Haben wir denn hier noch? Ach, die kann doch so Gegenstände mitnehmen. Zum Beispiel zur Party cool. Ein Blumenschaus mitbringen. Oder ein Lichtschwert. Ja. Wir nehmen jetzt mal die Supercat, würde ich vorschlagen. Die finde ich so lustig. Hier mit Cape und Brille, Augenbinde. Schön. Oder? Superman. Seid ihr einverstanden? Dann machen wir uns auf den Weg. Mal gucken, welches Hindernis diesmal kommt. Wir könnten jetzt zwar schon in den Rucksack alle möglichen Sachen mitnehmen, aber dann sehen wir ja nicht den Fortschritt. Und deswegen machen wir das jetzt erst. Ey, was ist denn hier passiert? Oh, die ist reingefallen. Katze fällt in ein Bauloch rein. Jetzt kommt sie nicht mehr raus. Doch, sie kommt raus, aber sie hat ganz viele Beulen. Die wachsen überall an ihrem Körper. Oh nein. Was macht man bei einer Beule am besten? Ich glaube, ein bisschen Eis hilft. Ja, so, da haben wir uns hier ein bisschen Eis geholt. Hier ist noch eine Beule. Da. Ja, geh schon weg, du. Hier noch ein armes Kätzchen, hör mal. Oh. Sogar hinten. Am Beinchen hast du noch eine. Oh, im Verband kriegt sie auch noch. Moment, so. Auf jeden Fall. Das sieht ja lustig aus. Aha. Gleich ist besser. Hinten noch ein bisschen. Am Bein. Haben wir so. Jetzt alles. Vielleicht noch ein bisschen im Kopf. Habe ich noch was vergessen? Siehst du noch? Nein. Ja, so, jetzt ist er zufrieden. Fünfmal Leckerli und wir sollen uns ein Helm mitnehmen. Ja, das ist ja irgendwie naheliegend. Ja, hey. Wie lustig. Bob, die Baukatze oder was haben wir hier? Wie süß. Okay, dann wollen wir es mal versuchen. Ja. Da hinten ist die Tür. Hopp, hopp, probier dein Glück nochmal. Und nochmal. So, da hängt sie wieder fest. Mist. Ja, der Helm ist dick, da passt der Rucksack nicht mehr durch. Was passiert jetzt? Sie hat dazugelernt, zieht sich einen Helm an, damit winkt sie aber. Und der Baggerfahrer lässt sie auf die andere Seite rüber. Und super. Sie kann weitergehen. Und was kommt jetzt? Noch sind wir nicht auf der Party da. Ein noch nicht. Schwein. Oh nein. Und sie fällt ins Schlammloch. Und ist dreckig. Und kommt mega dreckig nach Hause. Ja, so kannst du nicht auf die Party. Auf jeden Fall nicht. Schön mal sauber machen. So. Erstmal nass machen. Und wenn erst nass abwaschen. Ist, brauchen wir noch ein Handtuch. Fertig. So. Kommen wir jetzt endlich auf die Party. Mann. Moment, sie will noch was mitnehmen. Ach ja, fürs Schwein haben wir noch eine Kleinigkeit mitgenommen. Ein kleines Schweinchen. Was ist das? Ein Gummischwein oder ein Stofftier? Stofftier oder so. Mhm, mal gucken, was sie damit macht. Mal schauen. Helm und Schwein dabei. Kann nichts schief gehen, würde ich sagen. Ja. Mal gucken. Ja, jetzt ist sie komplett durch die Tür gehopst. Oh. Das Schwein bekommt ein Schwein und ist glücklich. Wie lustig. Und die Katze kann rüberspringen. Wo sind wir denn jetzt? In der Stadt. Hier in der Kreuzung. Was haben wir denn da vergessen? Sie weiß nicht, wohin sie laufen soll. Ja, ne? Wir brauchen eine Karte. Hier haben wir eine Karte. Ich muss jetzt hier einzeichnen. Hoffentlich mache ich das richtig. Moment. So. So. Hier lang musst du laufen und dann bist du direkt bei der Party. Ja. Schon bist du da. Fünf Leckerlis. Aber wir sind erstmal wieder zu Hause, weil wir müssen die Karte, die wir gerade gezeichnet haben, auch erstmal wieder in den Rucksack stecken, ne? Ja. So. Und jetzt bin ich aber richtig zuversichtlich, dass du zur Party schaffst. Wie waren wir nochmal verkleidet? Blumenstrauß und Supercat, ne? Ja. Genau. Mal schauen. Wo geht's lang? Hey, die Karte liest man aber nicht mitten auf der Straße. Das macht man am Bürgersteig. Ja, sonst wirst du bald überfahren. Ja, wenn es schlimm kommt schon. Hey, wir sind immer noch nicht da. Oh, diesmal möchte das aber von uns wissen. Was ist denn hier los? Die hat Hunger und kein Essen. Die hat Hunger und nichts dabei? Aha. Oh, wir haben aber viele Fische freigespielt. Dann mach ich jetzt mal ein bisschen schneller hier. Müssen wir alle essen? Ich glaube nicht, oder? Nein, nur ein paar. Ich möchte mir gerne noch welche aufheben. So, das soll reichen. Ja. Genau. Kätzchen hat Hunger, kann man verstehen. Ist schon fünfmal den Weg gelaufen. Müssen wir jetzt noch was mitnehmen? Den Rucksack, haben wir irgendwas dabei? Wegproviant? Ja, da sind Fische Leckerlis. Da sind Fische schon drin. Gut. Dann würde ich sagen, mit Wegproviant noch dabei. Jetzt aber wirklich. Jetzt kommen wir an, oder? Ja. Ja. Sonst findet die Party ohne uns statt, wenn wir nicht langsam ankommen. Genau.
Aha, da waren wir eben. Hier hat sie Appetit bekommen. Die lässt sich von der Werbung beeinflussen. Leckerli. Probiert unser Leckerli. Und dann will sie unbedingt auch probieren. Das hat sie jetzt getan. Da sind wir angekommen. Juhu. Und wieder gibt es ein Geschenk für den Gastgeber. Und wieder haben wir Spaß auf der Party. Und ich hoffe und wir hoffen, dass ihr auch Spaß hattet beim Zuschauen. Ja. Wenn euch die App interessiert, dann verlinken wir euch die in der Videobeschreibung. Und hier zeigen wir euch auch noch zwei Videos, die ihr euch jetzt angucken könnt. Und natürlich freuen wir uns über ein Däumchen hoch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.